noch einen Haul-Video machen, war ja eh klar, oder? Ich habe nämlich euch ein paar Sachen zeigen vergessen und die will ich euch jetzt noch zeigen. Es ist wieder gemischt mit Beauty und Fashion, wie immer. Ich habe noch solche Allzwecktücher. Ich habe nämlich gedacht, ich habe keine mehr und wollte schon jammern, dass ich mir beim letzten DM-Einkauf keine gekauft habe. Habe aber jetzt gesehen, dass ich noch welche habe. Finde ich sehr gut. Ich habe mir bei Terra Nova, glaube ich, war das. Das ist ein bisschen zerknüllt. Muss ich mal waschen. Ein Oberteil gekauft. Das sieht so aus, es ist relativ durchsichtig da unten. Hat aber so... Also ich würde eine hohe Leggings oder hochgezogene Jeans oder so anziehen. Das ist von Terra Nova in XL. Ich habe leider kein Tragebild, fällt mir gerade auf. Und ich sehe gerade nicht den Preis. Moment. 7,99 hat das Oberteil gekostet und sieht so aus. Ich weiß nicht, mit meinem Schwarz kann man ihn immer mehr sehen, aber ich finde, man erkennt auch gar nicht, dass das durchsichtig ist. So ein bisschen, aber nicht extrem. Ja, ich habe es noch nicht angehabt. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich es anhabe. Da, oh ja, da habe ich mir, oh, das klebt bei mir, in einem Laden, wie hat der geheißen? Street One hat der geheißen, habe ich mir reduziert eine Weste gekauft, weil ich so in die Farbe verliebt war. Die hat nur noch 5 Euro gekostet und ich glaube, die war dann auch nochmal reduziert. Ich glaube, da ist die Rechnung, ich habe nur noch 4 Euro dafür bezahlt. Ja, und ich fand die Farbe so geil. Also die Farbe ist mega. Ich habe so auf die Farbe, war ich so fixiert, guckt sich das an. Ich liebe das. Und für 4 Euro habe ich mir gedacht, ja, nimmst du die einfach mit. Sie ist halt auch zerknüllt, die war halt schon echt lang in dem Sackerl drinnen. Ich bin dezent überfordert. Dann habe ich noch Oasi was. Katastrophe. Ich habe noch was von Oasi, das ist ein dunkelblaues Kleid. Habe ich ganz vergessen, dass ich mir das gekauft habe. Das sieht so aus. Es war um 19,99 hat es gekostet. Also 19,99 hat es ausgemacht. Ich habe ganz vergessen, dass ich das habe. Es ist ein ganz langes dunkelblaues Kleid, was man auch zuschnüren kann. Das wollte ich nämlich unbedingt haben, weil Blau ist in letzter Zeit voll meine Farbe. Fragt mich nicht warum, aber Blau geht in letzter Zeit immer. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich den Wäschekorb nicht hergerichtet habe, um die Sachen reinzuwerfen. Toll. Schmeißen wir es halt in die DM-Tüte, ne? Ich habe mir zweimal noch das Peeling gekauft. Das Thalasso Scrub von Collister. Meines ist nämlich schon leider fast leer und ich wollte das unbedingt nochmal haben. Weil ich glaube, das gibt es fast nirgendwo mehr um 14,99 und deswegen wollte ich es nochmal unbedingt haben. Das sieht so aus. Ich weiß, bei mir ist heute ein bisschen zu viel Licht drin. Das ist ja so ein Zuckerpeeling. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Und meins ist, wie gesagt, fast leer und das macht mich echt traurig. Deswegen habe ich es mir gleich zweimal genommen. Ja, ich habe ja, also ich bin ja brav am Müllerblüten sammeln. Und ich habe das ausgenutzt und habe dann gleich meine Müllerblüten, wie schaue ich denn aus, verwendet. So, das Geraschel zipft mich an. Ich habe mir zweimal die Mundspülung gekauft von Terra Naturi. Die war jetzt minus 25%, deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimmst du dir halt zwei mit. Ich hätte mir mehr mitnehmen sollen, aber ich habe in meinem Bäckerschrank nicht mehr so viel Platz. Ich habe mir auch zweimal noch die Zahncreme mitgenommen von Terra Naturi. Ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich, wenn ich da die nur in der Aktionszeitraum kaufe, aber für was soll ich so den regulären Preis kaufen, wenn da so auf der Aktion drauf ist? Also, ja. Ich war böse und habe mir von Catrice ein Gesichtsöl gekauft. Ich zeige euch das. Ich habe es mir zweimal mitgenommen. Das muss man schütteln. Das ist so ein... Ich habe noch nie Gesichtspflege von Catrice gehabt. Ich glaube, früher schon. Habe ich nicht einmal irgendwas gehabt und ich war davon begeistert. Ich bilde mir das ein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das Glow Beautifying Face Oil habe ich mir genommen. Das ist nämlich um die Hälfte reduziert, weil ja bei Catrice Sortimentsumstellung wieder ist. Und ich finde, der Geruch erinnert mich an was von meiner Kindheit. Und deswegen wollte ich langsam reden. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. So, Wortkurse. Ja, dann habe ich mir einen Maskenpinsel gekauft. Habe ich euch im Aufgebraucht-Video schon erzählt. Den sieht man halt nicht, weil heute ist mein Zimmer echt gut beleuchtet. Den habe ich mir gekauft. Ich bin schon gespannt, wenn ich den verwende, wie der ist. Beim MAC war ich auch. Unten liegt irgendwo jetzt die Tüte, die zeige ich euch nicht. Ich habe die Verpackung leider nicht mehr. Außer von diesen Creme-Lidschatten, von diesen Dazzle Shadow Liquid Pantelt
Baptiste oder so heißt er. Ich kann euch mal den Namen hier zeigen. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja, das ist so ein ganz, ganz stark glitzernder, schwarz-lilaner Liquid Eyeshadow. Ich habe mich so verliebt in den. Eigentlich wollte ich den lilanen Paintpot haben, in Ultraviolett. Meine Freundin hatte aber Glück und hat den letzten erwischt und er hat mir dann den noch gezeigt, dass den eben auch gibt. Und ich habe den auch am Samstag oben gehabt und ich war verliebt in mein Augen-Make-up. Also der ist mega geil. Dann habe ich gejammert, dass ich mir vergessen habe, mein MAC Prep and Prime für die Lippen nachzukaufen. Habe ich auch schon gemacht. Und das ist ein großer Unterschied. Da merkt man, dass der alte schon extrem kaputt war und dass ich ihn dauernd verwendet habe. Und ich glaube, dass daran auch lag, warum ich dauernd Fieberblasen gekriegt habe. Ja, dann war minus 20% auf die Masken von Cadea Vera. Ich weiß, ich habe sie mir gleich mit einem Karton gekauft, aber was soll ich sagen? Ich habe mir ein paar Mal von der Bananenmaske mitgenommen. Ein paar Mal nur. Also ich nehme die lieber gar nicht raus, sonst fliegt es mir gleich entgegen. Ich glaube, es sind 12 oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe mir jetzt ein paar Mal... Ich zeige es euch. Irgendwie bin ich ganz hibbelig heute. Ich weiß nicht, was mit mir heute schon wieder los ist. So sehen die aus. Habt ihr auch schon im Aufgebraucht-Video mal gesehen. Ich liebe ja die Tuchmasken von Cadea Vera und die Banane, die hat mich... Ja. Die geht ja schon wieder aus dem Sortiment und war nur noch um 1 Euro und ich habe dann noch trotzdem minus 20% gekriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich das mal gleich aus. Stehen die da oben? Nein. Ich habe so viele Rechnungen, dass ich nie weiß, wo was ist. Deswegen zeige ich euch nie die Preise. Ich weiß, es wird oft verlangt, aber das... Da würde ich ewig brauchen, um das einzublenden. Bei den Klamotten sage ich es eh immer dazu. Wir waren auch schon wieder beim Primark. Und die Freundin von mir hat von dieser Peel-Off-Maske so geschwärmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere die jetzt auch mal aus für 90 Cent. Kann man da nicht wirklich verkehrt machen. Sie ist von der mega begeistert und ich hoffe, dass die gut ist. Ich habe mir aber eh nur eine mitgenommen. Dann habe ich mir beim Primark Ohrringe mitgenommen um 5 Euro, weil ich fand die sowas von schön. Ich hoffe, dass die auch irgendwie zu mir passen. Ich habe es bis jetzt noch nicht verwendet. Dann habe ich mir Masken gekauft. Ich weiß, eigentlich hätte ich die nicht gebraucht, aber ich habe eh genug, aber egal. Dann habe ich mir so Füßlinge gekauft beim Primark, weil ich die Arbeitsschuhe habe und ich will probieren, ob das angenehmer mit denen ist. Ich habe nämlich so Strumpfhosen, so kurze, was nur bis zu die Knöchel raufgehen und die irgendwie rutschen da immer meine Sohlen. Ich habe diese Fersensporeneinlagen. Und jedes Mal verrutschen die mir, wenn ich die anhabe. Und deswegen probiere ich das mal mit denen. Die haben jetzt auch nicht die Welt kostet. Naja, oh ja, 3 Euro. Aber ich probiere es einmal. Dann habe ich mir ein Schloss gekauft. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich will nämlich wechseln zwischen den und dem Erdbeerschloss von Teddy. Ich hoffe, dass das zugeht, weil ich wollte es unbedingt haben. Ich finde, das schaut so süß aus. Das ist Mickey Mouse. Da braucht man gar nicht diskutieren. Ich meine, ich war schon ewig nicht mehr im Fitnessstudio, aber ja. Das hat sein müssen, sorry. Das ist eine Lippenpflege von Pepsi. Ich mag euch die noch vorher kurz zeigen. So sieht die aus. Ich fand die so genial. Ich musste die einfach mitnehmen. Ich habe die auch nur rumliegen sehen, ich sag's euch ganz ehrlich. Und habe sie daraufhin gekauft. Gott, mein Magen rebelliert. Ich habe noch nichts gegessen. Hätte ich machen sollen. Ich finde das so süß. Das ist so ein richtiges Opfer. Also ich bin ein richtiges Einkaufopfer. Ach Gott, wie süß ist das? Boah, der riecht wie die Cola-Flaschen. Richtig geil. Richtig geil. Ich weiß noch nicht, wann ich den benutzen werde, aber die Verpackung. Na, ich habe mich richtig verliebt in den. Dann habe ich von Orsi schon wieder ein dunkelblaues Oberteil mir gekauft. Ich mit meinen dunkelblauen Oberteilen. Das war um 7 Euro reduziert. Es hat vorher 26 Euro gekostet und es sieht so aus. Also man sieht irgendwie ein Beutelschema, oder? Blau, blau, schwarz. Im letzten Video habe ich euch vergessen, was zu zeigen. Die Vivi war so lieb und hat mir die Sachen bestellt. Das ist vom Oscar. Atem heißt er jetzt, glaube ich. Früher hat er Ossi Glossi, glaube ich, geheißen. So kenne ich ihn noch. Ich habe ewig dann nicht mehr seine Videos geschaut, vor allem auf. Durch Zufall habe ich dann gesehen, dass er eine Palette rausgebracht hat und ich habe mich so in die Palette verliebt, dass ich die Bibi folge. Ich habe mir gedacht, dass ich die unbedingt haben will. Sie war dann so lieb und hat sie für mich bestellt. Und ich habe mir die Lidschattenbase ausgesucht.
und die Palette selber. Und ich zeige sie euch kurz. Ich will darüber sowieso ein Video machen. Ich meine, ich werde jetzt die Neonfarben nicht verwenden. Es gibt nämlich in der Palette Lidschatten, die was in bei Schwarzlicht und Blaulicht leuchten. Aber die werde ich jetzt nicht dann verwenden, weil ich erstens mal Schwarzlicht nicht habe. Zweitens gibt es zigtausend Videos, die was nur die Farben benutzt haben. Weil ich habe mir die Palettenvideos zigtausend Mal reinzogen. Und alle haben dieselben Farben verwendet, was ich ein bisschen traurig fand. So sieht die Verpackung von der Palette mal aus. Und so sehen die Farben aus. Und jetzt haltet euch mal fest. Die sehen so aus. Ich habe mich so verliebt in diese Palette, ich musste die einfach haben. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist das da, die was in Dunkel leuchtet, und die beiden. Und ich hätte halt so ein bisschen eine Idee, was ich schminken würde. Wenn ihr darüber ein Video haben wollt, weil ich will auch dann diese weiße Lidschattenbase verwenden, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich würde die schon ehrlich gesagt gerne in einem Video benutzen, so als ersten Eindruck. Ich meine, es gibt schon zigtausend Videos in der Form, aber ich würde die halt wirklich gerne benutzen. Ich hätte sie ja heute verwendet, aber ich habe jetzt schon so einen knalligen Lippenstift drauf. Und ich muss ja nicht mit neonfarbenen Augen gleich so rausgehen dann. Das schaue ich ja dann aus wie Kasper. Das wollen wir mal nicht, ne? Aber ich feiere die voll. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Mensch, der was Produkte kauft von YouTubern, weil ich das nicht so... Ich meine, es gab irgendeine, die hätte ich auch gerne unterstützt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Aber ja, aber die Lidschattenpalette habe ich mir auch von ihm gekauft und ich bin echt gespannt, wie die Sachen sind. Ich finde die Verpackungen so schön. Also das hat er echt drauf. Die Verpackung ist so schön. Und das ist in Kooperation mit Love gewesen, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Ja. Ich bin mega gespannt, wie die Sachen sind. Und ich habe vergessen, euch die zu zeigen. Und es lag die Palette die ganze Zeit in der Kiste. Und ich habe vergessen, euch die zu zeigen. Das hat mich so geärgert. Jetzt gerade ist mir wieder eingefallen. Dank der Vivi habe ich auch zwei Proben bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Einmal von Jean Paul Gaultier das La Belle Le Parfum. Ich mag ja den Vorgänger so gern. Ich habe den mir auch damals nachgekauft. Aber den bin ich mir nicht sicher, wie ich ihn finden soll. Ich werde die Probe sicher bald verwenden, aber jetzt nicht im Sommer, weil ich finde den im Sommer ein bisschen zu heftig. Ich meine, die haben auch ein bisschen gespart, würde ich sagen. Aber ja, ich bin echt gespannt, wie der an mir riecht, weil ich bin mir nicht sicher. Den anderen, den liebe ich ja. Den kennt ihr eh, das ist der mit diesem Blumenbouquet, der was komplett in lila gekauft ist. Ihr kennt den, ich habe den mir ja nachgekauft. Weil ich hatte den ja als Tester und habe den mir nachgekauft und jetzt habe ich eine Probe von dem Intense und ich bin echt gespannt, wie der bei mir auf der Haut ist. Die Proben, was ich dazu gekriegt habe, da bin ich echt begeistert davon. Ich habe auch eine Augencreme bekommen, Refreshing Eye Cream von Origins, Skinzing. Von der Serie haben ja früher urviele geredet, jetzt irgendwie redet niemand mehr davon und ich habe die Augencreme davon. Davon. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich bin echt gespannt, wie die ist. So, kommen wir zum letzten. Und zwar war ich bei DM und ich war böse. Ich habe mir ein Mini-Deo mitgenommen, weil ich habe mir einbildet, ich brauche es. Aber ja, ich habe es in letzter Zeit vergessen, dass ich mir das gekauft habe. Ist immer wieder typisch. Das ist so der typische Ja, ich erwähne es jetzt lieber nicht. Was ich mir noch gekauft habe, was ich gar nicht verwendet habe, was ich einfach vergessen habe. Mich haben ja ganz viele angesprochen darauf, dass ich mich so oft rasiere im Sommer. Ich habe jetzt mir eine Nachbehandlung mitgenommen, die ich jetzt auch benutzen könnte, fällt mir gerade auf. Das ist von dieser neuen Serie von Balea. Ich weiß jetzt nicht, wie die Serie heißt, aber da gibt es ein Peeling, eine Nachbehandlung, eine Shimmer Body Lotion, die ich auch einmal verwendet habe nur. Warum ich mir die überhaupt gekauft habe, verstehe ich nicht. Und ein Rasiergel gibt es auch davon. So. Als erstes zeige ich euch die Nachbehandlung, die habe ich mir jetzt genommen, weil halt viele unter meinen Videos geschrieben haben, sie finden das beneidenswert, dass ich mich täglich rasieren kann und es passiert nichts. Ja, hin und wieder habe ich aber doch ein paar Pickelchen, jetzt sehe ich es auch gerade wieder und deswegen habe ich mir jetzt mal die Nachbehandlung gekauft. Die werde ich auch aktuell gleich ins Badezimmer stellen, damit ich daran denke, die zu benutzen. Es ist Gott sei Dank nicht so viel drinnen, 125 ml, aber ich kann die jetzt mal ausprobieren. Jetzt habe ich ja... Was ist da los? Hallo? Irgendwie geht die nicht auf.
Aber mich ärgert gerade, dass ich das mit dem Boomspender nicht hinkriege, dass ich so doof bin. Ah, jetzt. Die blondere Moment. Also riecht doch geil. Ich finde generell, die ganze Serie riecht voll genial. Deswegen habe ich mir das einbildet. Ich habe mir auch unbedingt diese Glitzer-Bodylotion eingebildet. Aber jetzt aktuell verwende ich gerade die eine Balea von einer Limited Edition, diese Melone. Das war dieses Jelly in klein, das verwende ich jetzt aktuell. Ich versuche es leer zu machen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde Bodylotions aussortieren, wenn ich keine leer bekomme. Und ich muss nochmal durchgucken. Vielleicht werde ich mir die Sammlung mal durchschauen und ein paar aussortieren, weil ich habe bis jetzt noch keine leer gemacht und das macht mich ein bisschen traurig. Ich habe eine leer gemacht in irgendeinem Monat, diese Biotherm. Und seitdem gar keine mehr. Und jetzt habe ich mir ernsthaft noch eine Shimmer-Bodylotion gekauft. Nachdem ich ja jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht benutze ich die heute wieder. Weil letztens habe ich es auch verwendet. Ein Peeling habe ich mir gekauft. Auf das bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist nämlich ein Zuckerpeeling. Ich werde die aber nur für die Beine benutzen. Weil da steht was von Körperbehaarung. Regelmäßige Anwendung hilft dem Einwachsen von Körperbehaarung vorzubeugen. Damit ich überhaupt was vorlesen kann. So. Mit Mango, Papaya-Extrakt und Kiwi-Kernen. Auf das bin ich echt gespannt. Ich werde das halt nur für die Beine probieren, weil ja da steht irgendwas mit Haare einwachsen. Dann habe ich mir noch das Rasiergel gekauft. Das war wirklich ein Impulskauf, muss ich ganz ehrlich und offen zugeben. Ich habe den Aufsteller gesehen. Ich habe schon ewig keine Limited Edition mehr gesehen, die mich interessiert hat. Und deswegen habe ich mir die Sachen gekauft. Richtig dämlich. Mich hat der Duft nämlich so mega angesprochen. Und ich meine, ein Rasiergel in der Tube, wie geil ist denn das? Ich bin nämlich am Wochenende bei meinem Freund und ich überlege, ob ich das mitnehmen soll. Weil ich habe nämlich so eine größere Kosmetiktasche und ich will meinen Venusrasierer mitnehmen. Und dann überlege ich, ob ich das mitnehmen soll. Weil das eben in der Tube ist und das praktischer zum Mitnehmen ist, finde ich. Ja, dann habe ich mir noch einen Wasserspray gekauft. Meinem Aloe Vera gibt es leider nicht mehr. Ich hätte den gerne noch einmal gehabt, aber bei dem DM, wo ich war, gab es den nicht mehr. Und deswegen habe ich mir den Kokos nachgekauft. Buh, der riecht stark nach Kokos. Der riecht stark nach Kokos, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein, ja, viel ist da nimmer mehr drin, dass mein Aloe Vera bald leer ist und deswegen habe ich mir einen Ersatz gekauft. Wenigstens irgendwas Sinnvolles, was ich mir gekauft habe. Ja, also ich war in letzter Zeit sehr, sehr böse, muss ich zugeben. Ich habe bei MAC eingekauft. Catrice, dieses Gesichtsöl, hätte ich jetzt auch unbedingt nicht braucht, aber ich wollte das unbedingt haben. Die Lippenpflege war jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Aber ich fand die Flasche so genial. Also das hat mich echt zwungen, das zu kaufen. Klingt vielleicht doof, aber das hat echt mich zwungen, hat mich echt so, kauf das. Oder diese Balea Limited Edition Sachen. Ich habe schon sehr lange keine Balea Limited Edition gesehen, die was mich so dermaßen anfixt, dass ich gleich vier Sachen mitnehme. Und ich meine, das Peeling finde ich interessant, weil das eben das Einwachsen von den Haaren. Einwachsen. von den Haaren verhindern soll. Und das Rasiergel, ja. Das habe ich mir halt gedacht, kann ich gut gebrauchen, wenn ich dann mal bei ihm bin. Ist doch nicht doof. Und die Shimmerlotion, das war ein Impulskauf. Eigentlich die ganzen Balea-Sachen, aber egal. Ich hoffe nur, dass ich sie auch leer mache und dass ich nicht die rumgammeln lasse, die Sachen. Die Shimmerlotion werde ich mir auch jetzt draufknallen und werde ich auf die Seite ins Badezimmer stellen, damit ich sie regelmäßig verwende. Ich kann ja das in Kombi verwenden. Ich kann ja zuerst diese Melone verwenden und dann benutze ich die und dann sprühe ich meinen Sommerduft drüber. Ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, so mache ich das. In letzter komme ich damit nicht klar, wenn ich keine Haarspangen drin habe. Seht ihr das? Irgendwie mag ich das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich hoffe, euch hat der Haul trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr irgendwas von dieser Serie gesehen habt und ihr auch gleich gekauft habt. Also ich war da echt in Hype-Form, weil mir die Verpackung so gut gefallen hat. Und das stelle ich jetzt eh auch gleich ins Badezimmer. Das Rasiergel werde ich mir einstecken, das Mini-Deo werde ich mir auch einstecken. Weil ich das halt auch verwenden werde, wenn ich bei ihm bin. Ich muss nur gucken, was für eine Tasche ich mitnehme. Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir noch sehen. Ja, und das werde ich halt inzwischen zwischendurch benutzen. Also ich hoffe, dass ich alles in Verwendung kriege, weil wenn nicht, trete ich mir echt in den Po.
Weil dann ärgere ich mich echt über mich selber. Aber ich habe halt, ich meine, den Pinsel fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Das Make Prep and Prime ist mir ausgegangen, beziehungsweise gekippt. Also, ja. Ich versuche nur gerade meinen Einkauf recht zu fertigen, was ich gar nicht nötig habe. Aber okay. Wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!